Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu einer Spezialsendung von Paz Musik. Ich begrüße hier aus der Schädeck bei traumhaftem Wetter aus dem Appenzellerland. Und von hier aus schauen wir zurück auf knapp 2 Jahre Paz Musik. In dieser Zeit durfte ich über 200 Formationen bei mir in der Sendung begrüßen. Und sie zuhause haben per Internet Abstimmung können entscheiden, welche Highlights das wir heute noch mal zeigen. Der Lokalität entsprechend fangen wir gerade mal mit der Kategorie Ostschweiz an. Und aus dieser Kategorie sind über 50% der Stimmen aufs Quartett Lasaya gegangen. Matthias Sempach ist letzten Sommer zum Schwingerkönig erkoren worden. Am eidgenössischen Schwing- und Elblerfest in Burgdorf hat es aber auch eine Live-Sendung von Paz Musik gegeben. Und dort sind ein Haufen Ländlerformationen auf der Bühne gestanden, unter anderem auch die Stimmungsgaranten aus dem Bündnerland, die Kapelle Oberalp. Thank you.
Paz Musik. Ich zeige Ihnen heute die besten Stücke aus 2 Jahren Volksmusik am Schweizer Fernsehen. Sie daheim konnten abstimmen und besonders viele Stimmen hat ein Musiker bekommen, der vor ein paar Jahren auf Mallorca ausgewandert ist. Für meine Sendung ist der Fritz Dünner aber extra zurückgekommen in die Schweiz und er hat gespielt, zusammen mit dem Akkordeon-Duo Martin Sutter, die Komposition von Fritz Prost, Biberegsebi. Von der Innerschweiz mit Klarinette und Handorgel kommen wir jetzt ins Bernbiet. Dort gibt es einen Haufen traditionelle Schweizer Orgelformationen. Und eine von denen, da ist Schabernack. Die Musikanten von dieser Formation die kommen aber aus dem ganzen Land, aus Zürich, im Kanton Schweiz, aus Solothurn, aber auch aus Bern. Und sie haben dort mal für mich gespielt in der Sendung mit dem Stefan Schwarz. Thank you.
Ist nicht immer wieder beeindruckend, die flinken Finger von Marion Sutter. Sie hat uns eine Komposition gespielt vom Guy Dominicus, Spiralen. In der Sendung «Bots Musik» werden aber auch immer wieder Blasmusiktitel gewünscht. Und so habe ich in dieser Zeit, in der diese Sendung jetzt schon machen, schon Big Bands, Harmonien, aber auch Kleinformationen begrüßen. Und in meiner allerersten Sendung hatte ich die Stegreif-Gruppe Gunten von hier aus der Region. Und sie haben gespielt, genau hier, auf der Schädig. Stegräfler von Gunten. Und wir bleiben gerade noch ein bisschen bei der Blasmusik, weil beim Voting für die heutige Sendung hat auch das Blasorchester Helvetia einen Haufen Stimmen bekommen. Mit denen sind wir aber nicht extra auf dem Berg gegangen. Wir haben aber auch sonst ganz schöne Kulissen gefunden.
Einen der bekanntesten Ländlermusiker hatte ich im Dezember 2012 bei mir in der Sendung gehabt. Der Carlo Brunner ist hier gerade mit dem goldenen Violinschlüssel ausgezeichnet worden. Und in seiner Karriere da hat er schon über 2000 Titel komponiert. Einer davon heisst, der Polizist Weber hat den letzten. Und den hören wir jetzt mit der Ländlerkapelle Carlo Brunner. Thank you.
So, meine Damen und Herren, wenn Sie jetzt in dieser Sendung den Jodelgesang vermisst haben, dann müssen Sie keine Not haben. Gibt nämlich auch für die Jodler in 3 Wochen eine eigene Sendung. Sie können auch dort abstimmen und können sich dann mit dieser Sendung so richtig auf das eidgenössische Jodlerfest in Davos einstimmen. Da machen wir jetzt aber Feierabend mit einer Musik aus der Region, nämlich Geschwisterküng mit Heimatklängen. Schönen Abend miteinander.